Leute, weiter geht's in der Liga heute. Spieltag Nummer 24 steht heute an mit dem Duell mit Dynamo Dresden. Mit dem Gegner haben wir noch eine kleine Rechnung auf dem Hinspiel verloren und diesmal soll es ja mit dem Sieg klappen. Es ist der Tabellen-Siebter immerhin und ja, das wird definitiv eine harte Nuss werden. Ich habe wieder ein bisschen durchrotiert, wieder zurückrotiert. Eine Startelf-Änderung wird es geben nach dem letzten Spiel. Dragovic wird jetzt neu in der Innenverteidigung antreten. Neben Mustafi, weil, wie gesagt, Quella Kotschab, das hat mir im letzten Spiel ja nicht wirklich gut gefallen. Ludewig ist sowieso klar, dass er raus ist, erstmal aus der Startelf. Dafür spielt er Amate hinten rechts. Auch das ist durchaus klar. Ja, manchmal muss man auch mal so gucken. Und ich, wie gesagt, zwei blöde Stellungsfehler, die zwei Gegentore, die waren meiner Meinung nach ja, einfach doof, unnötig. Okay, wir haben das Hinspiel 6-1 gewonnen, das Hinspiel jetzt 5-2 gewonnen. Es ist klar, dass er heute im Mittelpunkt steht. Denn er hat sein Karriereende bekannt gegeben und darf hier auch von Anfang an ran. Jetzt erleben wir es live bei EA Sports. Ja, Rückspiel, wie gesagt, Dresden. Hier zu diesem Spiel. Ich bin Wolf Fuß, gemeinsam mit Frank Buschmann werde ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Und wir freuen uns auf eine Partie in der zweiten Bundesliga. Schalke 04 gegen Dynamo Dresden. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften. Vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Er stand in den Tagen vor diesem Spiel so ein wenig im Mittelpunkt, weil er aufs Karriereende zugeht. Hat er ja jetzt bestätigt, am Ende dieser Saison geht er in Rente. Ja, das war es dann mit dieser tollen Karriere, Wolf. Er hat viel erreicht, hat uns immer wieder begeistert. Und auf den Manager kommt jetzt eine Aufgabe zu. So einen Spieler, den findest du nicht so einfach nochmal. Die Nummer 16, so, damit haben wir es auf jeden Fall. Die Startaufstellung ist durch und das, wie gesagt, mit dem Gegner haben wir noch eine kleine Rechnung offen und hoffen wir mal, dass wir die hinkriegen. Und das ist unsere Startelf. Für Frederik Rondo wieder am Tor, dann unsere Verteidigung wie gehabt. Eigentlich der Wechsel Dragovic für Bela Kotschab. Und ansonsten alles wieder so, wie es gehabt ist. Auch mit der Offensive, mit Bill Groß und Kobylanski, Richter und Terodde, die magischen Vier da vorne drin. Latza und Bujolab, die Zehner, die Sechser, Entschuldigung. Und das sind die Dresdner. Ein Duell der Taktikfüchse. Bin echt interessiert und gespannt, wer sich da durchsetzt. Ja, und wie gesagt, das Hinspiel haben wir 2-3 in Dresden verloren. Und mal gucken, wie es jetzt aussieht. Ah, sie haben Hosina rausgenommen, okay. Jetzt war die eigentlich der Torjäger. Aber ja, mit dem Gegner haben wir noch eine kleine Rechnung offen. Das Rückspiel wollen wir mal gewinnen und den nächsten Schritt in Richtung Zweitligatitel machen. Und dann in den Bundesliga-Aufstieg. Pass auf den Flügel. Ah, schade, gut aufgepasst da hinten drin. Flachodimos, der hat einen Siegtorschütze, glaube ich, aus dem Hinspiel. Ja, der hat mich, genau, der Hinspiel hat er getroffen. Also, wie gesagt, mal schauen, wie es wird. Push it up. Guter Ball. Ah, es könnte Ecke gehen. Es geht den Abschuss weiter. Abschuss? Okay, für mich war das irgendwie war der Dresdner da noch dran in dem Ball. Aber gut, okay. Also, letzte Folge dieses 5-2 in der Europa League gegen Braga im Rückspiel. Und ja, jetzt geht es weiter in der Liga. Pokal sind wir nicht mehr mit dabei, da haben wir ja verloren, da sind wir raus im Viertelfinale. Und damit heißt es eigentlich wieder nur Europa League oder Liga. Und in Europa League haben wir noch einen schwereren Gegner. Wir haben jetzt das Spiel gegen Tottenham, das wird definitiv klar sein. Und damit wird es immer schwieriger werden. Da sind noch Vereine wie Juve, wie United und Atletico noch mit drin. Also alles definitiv kein Fall ist. Wir haben unsere erste Chance nach 13 Minuten durch Marco Richter, aber nicht das erste Tor. Wie gesagt, das Hinspiel haben wir ja verdient mit 3-2 verloren. Aber wie gesagt, Dresden wird definitiv alles andere werden, weil die sind schon im Tabellen-Siebter. Und wenn die nochmal aufsteigen wollen oder mit aufsteigen wollen, Einwurf Schalke, dann müssen sie hoch. Da müssen sie heute gewinnen. Darum ist es richtig. Aber das Spiel haben sie schon gezeigt, dass sie es können. Gegen uns. Terodde. Ja, Kobylanski, das ist kein Abseits. Sagt doch der Schiedsrichter so. Und dann ist es das 0-1. Oder 1-0. Das war heute das erste Tor
Andrzej Kobylański. Ach Quatsch, Martin Kobylański. Andrzej ist sein Vater. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Also, eins auf jeden Fall. Einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Auf jeden Fall schon mal mit der Führung. Gut zur Freude auch am Spielfeldrand. Seine Mannschaft macht das hier bislang richtig gut. Das ist die Führung. Tor Nummer 21 in dieser Saison. Auch der trifft. Wie gesagt, in der letzten Saison in der dritten Liga 34 Tore. Jetzt ist er schon bei 21. Aber den Werk knacken weiß ich nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall haben wir einen guten Mann. Aber der bleibt ja in der Bundesliga an der Startelf oder ich hole mir jemand anders. Ich habe jemand anders tatsächlich so ein bisschen auf dem Schirm. Aber wie gesagt, ich habe so viel auf dem Schirm und muss mal gucken, wie es finanziell kommt. Wie es am Ende finanziell aussieht. 14 Millionen haben wir momentan, damit reicht es erstmal. Oh, einfach mal kurz den Keeper versucht zu lassen, aber da hat der Verteidiger aufgepasst. Schön platzierter Ball unten links ins Tor. Ja, rein ins Glück. Bis jetzt haben wir viel Glück mit Sperren und Verletzungen. Also ich glaube, Sperren haben wir bisher noch keine gehabt und Verletzungen, glaube ich, nur die eine von Mustafi, der jetzt mal ein Spiel aussetzen musste im letzten Spiel. Was auch nicht unbedingt wichtig war, weil, wie gesagt, klar war es wichtig, aber es war halt mit einem klaren Sieg das Rückspiel. Aber man hat gemerkt, er hat gefehlt da definitiv. Buchelab. Platz aus da auf der Ausnahme. Hey. Elfmeter. Elfmeter für uns. 26. Minute. Mai. Sebastian Mai mit dem Foul gegen Terodde. Ja. 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 Ist das ein Foul? Punkt. So. Terodde. So, ich glaube, ich lasse mal einfach den Keeper jetzt antreten. Mal gucken, ob es die Strafe gibt. Oder habe ich jetzt einfach für ein bisschen Arroganz bestraft genug werde. Nö. Frederik Otto, erstes Saisontor, klar. Glücklicher Elfmeter. Hier kommt nochmal die Wiederholung. Den muss der Keeper haben. Kommt in die Mitte. Warum war der jetzt eigentlich drin? Das frage ich mir auch gerade, aber egal, der war alles drin. Sein allererstes Bundesliga-Ligator, klar. Spielstand 2-0. Im Moment so, läuft es nächster Schritt gemacht. Richter. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Hereingabe in die Mitte. Ja, schade. Ja, ich wollte auf Platz heraussehen. Ich habe nämlich gesehen, dass der im Rückraum ein bisschen sehr frei stand. Und, ja. Aber jetzt viel Platz für den Konter. Freistoß, weiter geht's mit dir aus dem Anfang. Dresden, die wollen ja nochmal was machen. Ja, Ball ist weg. Und gut gemacht von. Ball ein bisschen sehr fahrlässig verloren. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. Ich hab den doch. Ah, das wird aber. Das wird nachträglich wahrscheinlich sogar noch gelb geben. Kobylanski. Terodde. Okay, gibt nicht weit. Er lässt das Ding laufen. Gut gemacht. Vorbei am Abwehrspieler. Ah, Matej. Vielleicht der Anschlusstreffer. Nö. Nein, 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 nein. Und er gibt uns kein Gelb noch für das Foul. Renault nicht nur vorne getroffen, sondern auch hinten gehalten. Nächste Ecke. Vielleicht kommen die Dresdner mit dem Tor nochmal ran. Und jetzt geht der Ball erstmal nach vorne. Aber da ist keiner, der mitläuft über die Außenbahn. Stark. Ah, auch die Dresdner, die wollen natürlich. Und jetzt gibt's das jetzt. Und dann steht 2-0 zur Pause. Sie liegen mit 2
2:0 in Front und nach der Pause müssen sie einfach so weitermachen. Zur Pause führen sie. Aber Buschi, lass uns noch kurz über eine Szene sprechen. Ja, klar, was du meinst, Wolf, natürlich den Elfer. Ich denke, den kann man geben und das war dann natürlich die dicke Gelegenheit. No, auf 2:0 zu stellen und das haben wir genutzt, unseren Keeper, der dann auch mal trifft. Und dann geht es jetzt weiter mit Halbzeit Nummer 2. Durchgang 2 hat begonnen. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Die Lösung. Ja, den ersten lässt er auf jeden Fall schon mal stehen. Den zweiten lässt er auch stehen. Den dritten lässt er stehen. Die Lösung. Aber nicht am Keeper. Kubilanski, der Torschütze zum 1:0. Klasse, er lässt den Verteidiger stehen. Ja. Ah, das war gefährlich. War gut verteidigt, der Dresdner. Jetzt können sie vielleicht kontern. Flachodimos. Und kein Foul, sondern einfach, Ball ist ausgegrätscht. KD geht jetzt raus, der 10. Tormann von Dresden. Jetzt könnte die Flanke in den Strafraum bringen. Doppelwechsel sogar bei Dresden. Und jetzt ein Schuss. Und rein auch. Was für eine Rettungstat gehalten. War schon das zweite gute Ding, was er da rausgeholt hat. Mit in der 58. Und jetzt wieder Renault. Also der hält einfach alles gerade. Wir sind jetzt gerade so ein bisschen unter Druck. Also das in die Mitte. Ich fasse mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Da der keine Mühe. So, Renault hat das Ding in der Hand. Da war einfach zu wenig Druck dahinter. So kann der nicht gefährlich werden. Halbe ah, schön gespielt. Dann ist das Spiel vorbei. Der Rausen, der immer wieder richtig für Power sorgt und immer wieder für. Oh, viel Platz jetzt. Immer wieder für die Möglichkeiten. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Ja, und den hat der Abwehrspieler nochmal gehalten. Ja, kein Alexander Absatz. Jeremie. Ballverlust. Michael Bukowski, an ihrem Auto brennt noch das Licht. Ich wiederhole, an ihrem Auto brennt noch das Licht. Und es ist kein Abseits. Boah, gefährlich. Was war das? Konzentrationssache? Na, schade. Ich weiß es nicht, aber es ist eine Riesenchance. Ich sag das nicht so gern, aber den muss er machen. Nein, ist ja nicht so, das war. Das war trotz Bedrängnis keine gute Aktion. Ah, scheiße. Amatei. Gute Aktion. Hereingabe kommt rein. Ah, schade. Ich krieg gerade jetzt aber auch keine Entscheidung hin. Weil das 3-0 wäre jetzt wahrscheinlich jedes Ding durch, aber ich will ein Tor noch in der zweiten Halbzeit machen. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Weil wenn wir die Dresdner jetzt nämlich den Anschlusstreffer erzielen, dann ist es, sieht das wieder ein bisschen anders aus. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Terodde jetzt. Der Zweimann hat stehen lassen, sind die Terodde und jetzt ist es durch. 3-0. Schnappt sich den Ball und gibt ihn erst wieder her, als es aus Sicht der Abwehr zu spät ist. Herrliches Tor. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Ja, das ist halt 26. Sekunde und jetzt kann man nämlich auch wegsehen. Jetzt ist das Ding nämlich durch. Jetzt können wir auch mal ein bisschen durchwechseln und ein bisschen was Neues probieren. So. Viel gemacht, viel getan und jetzt geht es mit 3 Wechseln weiter.
Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Ah, schade. Ich hätte fast damit gedacht, okay, vielleicht kannst du dir noch abfangen. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Dani Lazza. Lazza! Rominak. 4-0. Da kommt er rein und macht gleich sein Tor. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass. Na, schön haben wir gemacht. Nochmal weitergeleitet auf den freien, durchstartenden Spieler. Gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Die Nummer 17. Einseitige Nummer, die man so vorher allerdings auch erwarten konnte. Ja, so, jetzt gibt's natürlich. Manchmal können auch vermeintlich schwächere Teams überraschen, aber wenn da nicht viele Umstände zusammenkommen, Lazza, sollten sich die Favoriten, so wie heute, dann doch durchsetzen. Lazza. Chance zur Flanke jetzt. Super Volley, aber kein Tor. Der erzählt nicht, Alter. Schön gemacht. Eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. So, Nachspielzeit angezeigt. Gibt nochmal 2 Minuten drauf. Ah, das hier haben wir eh gegessen. Also, das Spiel ist durch. Gut abgefangen und dann sollte es eigentlich auch durch sein. Und dann ist es das 4-0. Schlusspfiff, der Sieg geht heute also an die Gastgeber. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie heute aufgetreten sind. Man hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden. Ja, wie gesagt, 4-0, das Endergebnis dann. Und unter anderem der Keeper hat heute getroffen sogar. Und das war auch noch hochverdient. Also wie gesagt, Heidenheim dran liegt an 1000 und da steht Würzburg 1-1. Hab gerade nicht gesehen, Bochum, glaube ich, aber ich habe es nicht richtig gesehen. Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind. So. Ja, direkt wieder der Stabilisator hinten in der Defensive. Schauen. Gut, es war jetzt auch das 7. Spiel, glaube ich, was wir in Folge gewonnen haben nach dem 7. Spiel. 6. Spiel, glaube ich, weiß jetzt. So. Vielen Dank für diese Aussagen. Gut, dann haben wir noch eine kleine Nachricht von unserem. Das war auf jeden Fall zum Team. Der hat doch gespielt, der Hack, der hat sogar getroffen. Also, was will er denn von mir? Gut, dann müsste das jetzt eigentlich sogar durch sein. Wir haben jetzt 17 Punkte Vorsprung bei noch ausstehenden 10 Spielen. Also noch ein bisschen haben wir. Ich guck gerade mal. Ich sag, was will der denn? Der hat, hat gegen Braga durchgespielt, jetzt hat er auch wieder gespielt. Heidenheim ist der nächste Gegner. Okay. Dann machen wir jetzt Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's gegen Heidenheim.